Weißt du, für die Seele ist eine bedrückende Energie zu empfinden, etwas Außergewöhnliches, etwas Hochspannendes, zumal es auf der Ebene deines Zuhauses, also deiner Seele, deiner Herkunft, dieses einfach nicht gibt in dieser Form. Sich bedrängt zu fühlen, sich schuldig zu fühlen, auch etwas zu übernehmen, das gar nicht das meine ist, ist sehr, sehr spannend. Für die Seele als Erfahrung. Aber die Seele selbst nimmt davon keinen Schaden. Für sie ist das einfach Erfahrung. Und das Thema Schuld und das Thema der Familie, also die Sünden des Vaters sind die Sünden des Sohnes. Diese Übernahme war in der Zeitgeschichte eures Erbendaseins einfach hochspektakulär, hochspannend. Einfach auch mal das Verständnis von Erbgut zu erfassen, von geistigem vermittelt werden, von Erziehung. Da war so vieles, das einfach erlebbar gestaltet wurde, das für die Seele ein unbeschreibliches Wissen und eine unbeschreibliche Weisheit beinhaltet. Die Seele empfindet deinen heutigen Menschenkörper als das wundervollste, schönste, präziseste, absolut genialste, das sie jemals geschaffen hat. Heute bist du die Summe all dessen, was du in all deinen verschiedenen Leben erlebt, erfahren, verstanden, entwickelt, begonnen hast. Für die Seele ist der menschliche Körper eine unermesslich große Liebe. Und der Körper wiederum, der liebt deine Seele. Ich sag's jetzt mal ganz blöd, wirklich abgöttisch. Es geht jetzt darum, herauszufinden, Betonung liegt auf finden, was ist ein richtiger Mann der Neuzeit und was ist eine richtige Frau der Neuzeit. Finden und suchen im Sinne von entstehen, kreieren, entwickeln. Du bist Mensch. Das allein bedeutet und ist Zeugnis von deinem unbeschreiblichen Mut. In die Dichte zu gehen, in die vermeintliche Trennung zu gehen, mit Herausforderungen konfrontiert zu sein, Schmerz, Leid, Angst, Wut, Frust und so vieles lebendig zu erfahren, das ist Mut.